Ja, ihr Lieben, es ist 9:15 Uhr, es ist eine ganz ungewohnte Uhrzeit, das gab es neulich schon mal, aber es ist halt so, dass ich nachher in die Live-Sendung bei RTL Stern TV gehe und deshalb heute verschieben musste auf diese Uhrzeit und überall reden Menschen. Ich sitze zwar hier in meinem Garderobe, aber es ist total laut hinter mir, vor mir. Jetzt hat sich die Astrid Rudolf vor die Tür gesetzt, damit hier keiner reinkommt, weil ständig geht die Tür auf und zu. Ich begrüße euch erstmal, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, guten Abend, schön, dass ihr alle da seid. Damit fangen wir doch mal an, oder? Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulis Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulich. Ja, guten Abend, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen. Heute schon früher, wie ihr seht. Und ich zeige euch das kurz. Schaut mal. Ich habe mir noch ein anderes Logo nach hinten gemacht. Wie findet ihr das? Stilles Örtchen on Tour. Weil ich ja sozusagen heute gar nicht auf meinem stillen Örtchen bin, sondern ich bin ja sozusagen woanders. Ich bin in Köln, sitze in der Garderobe, weil ich nachher 9:15 Uhr live zur Stern TV gehe. Drückt mir da die Daumen. Das ist, ich freue mich drauf, aber das sind natürlich auch heiße Themen. Und genau. Und deshalb wollte ich euch jetzt sagen, ich bin ganz froh, dass ihr heute da seid, dass ihr bei mir seid. Und ich wollte mich als allererstes bei meinen Unterstützern bedanken, ohne die diese Sendung nicht möglich wäre. Hakle und Gretel und Dermalogica. Und wer neulich am Freitag das Shopping gesehen hat, der weiß, dass ich von Dermalogica ein tolles Angebot habe. Was noch? Bis 24 Uhr. Da nehme ich es erst raus, weil ich bin ja gleich in der Sendung. Ich kann es ja vorher nicht rausnehmen. So, was noch ist, also wenn ihr dazu Lust habt, euch das anzuschauen, dann drückt ihr in meiner Bio auf den Link und dann könnt ihr euch das anschauen, was es da gibt. Ansonsten, schau mal, die Astrid Rudolf schaut zu, die sitzt da eigentlich vor der Tür draußen, ist ja auch besonders lustig, oder? Ansonsten, wie war die Woche? Wild. Diese Woche, die letzte Woche, war wirklich, wirklich wild. Nach dem Kölner Treff ging es ja nahtlos weiter. Irgendwie hat sich das alles ineinander geschoben. Das ist ja normalerweise nicht so, dass so ein Ding das nächste jagt und es war total schön und ich bin irgendwie zigmal hin und her gefahren im Zug. Und heute habe ich auch noch ein Fahrrad im Zug transportiert und der Zug war leider voll, dass man sozusagen nicht tanzen konnte. Das war ein bisschen schade heute. Ich hätte gerne ein bisschen getanzt, habe aber eine schöne Currywurst gegessen heute. Ich weiß, aber wenn ich natürlich in NRW bin, dann ist das natürlich immer herrlich. Wo der Ferdi ist, das weiß ich nicht, wo der im Moment ist. Mal sehen, ob der nachher da ist, wenn wir die Zeit haben. Ich gucke jetzt aber mal, wo die Frau Potthoff ist. Wir wollen ja nichts von der kostbaren Zeit verschwenden. Frau Potthoff, sind Sie da? Sind Sie da? Hör mal. Und wie einfach ging das? Ich bin auch live. Du so, wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn? Live! Es geht. Mit du bist live. Du bist live und in Farbe. Wo auf bist du denn da? Schönes. Ich sitze auf. Sehr herrlich. Du hast eine Heizung auf dem stillen Örtchen. Nein, bitte. Das, ja. Hinter dir. So, man gönnt sich sonst nichts. So, ich dreh mal ein bisschen höher. Dreh mal ein bisschen höher? Nein. Hast du nackte Füße? Ich habe ja Fußbodenheizung. Es geht. Aber du hast ja nicht überall. Du hast tatsächlich nur Fußbodenheizung, oder? Im gesamten Erdgeschoss. Ich könnte. Wir wohnen in einem alten Haus. Oben hat es die Holzbalkendecke nicht ausgehalten von der Traglast her. Aber das ist uninteressant für deinen Podcast. Das ist uninteressant. Aber Fakt ist, unten hast du eine Fußball. Das ist ja wirklich angenehm, muss man sagen. Weil ich habe immer so Eisfüße. Und ist das dein Haupt? Nein, das ist nur das stille Örtchen von meinem Mann und mir. Wir haben ein eigenes. Habt ihr auch ein eigenes? Damit es. Ja, ich auch mit dem Herrn Kalt. Wir haben das Kleinste natürlich. Ja. Ne? Leider haben wir das Kleinste. Lisa, meine Liebe, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, muss man sagen. Wir haben auch tatsächlich mal zusammen gedreht, wo du in dem gleichen Film der Love Interest von Herrn Karl warst. Das ist auch, das muss man auch aushalten. Du warst sehr tapfer. Dafür habe ich Harald Krassitzer einen Nasenkuss gegeben. Ich, deinem Mann, hatten wir geküsst. Haben wir uns geküsst? Ich glaube ja. Ach. Sprich es nicht aus, ich glaube ja.
Aber wenn ein Film kommt, aber den ein Film ist ja letztlich so harmlos. Ach so. Ja. Ach so. Das ist aber schön, dass wir da heute... Elena, wir kennen uns schon lange. Da muss unter Kollegin... Du machst immer mit Zunge. Schön. Ich hoffe, dass dein Mann zuhört. Der wird sich sehr freuen. Warte mal. Hörst du? Wir können offen reden. Er hat auch... Ja, aber er könnte sich einhacken ins Instagram. Das, man vergisst. So, auch so geil. Ich habe mit deinem Mann und ich mache das immer mit Zunge. Und dann denkst du so, what? Also er ist ganz still. Vielleicht ist er schon... Lisa, es wird geschrieben, du hast Tonausfälle. Hast du das Handy irgendwo draufgestellt? Darf man das nicht? Muss ich das halten? Das darfst du nicht. Nee, okay. Bei uns ist ja der Ton. Ja, Lisa. Gut. Dann mache ich es halt nicht. Dann muss ich es halten. Ja, so. Guck, wir werden ermahnt. Der Ton ist schlecht. Der Ton ist und wirklich schlecht. Okay, aber nur von mir oder von dir? Von wem ist er? Ich habe so ein geiles WLAN, das glaubst du gar nicht. Ich habe eine Upload-Verbindung von 180. Henning Baum guckt auch zu. Mit Henning Baum war ich neulich in einer Deutschland-Show. Da habt ihr gewonnen. Du warst ja auch mit. Ja, Entschuldigung. Da waren wir doch zusammen. Ich habe nur Henning geguckt. Danke, jetzt reicht es mir. Mein Mann geküsst. Du, und mit Henning Baum war ich in... Nein, stimmt. Ja, ihr habt gewonnen. Ja. Wir haben gewonnen. Doch, wir haben nicht gewonnen. Nuck hat gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Natürlich. Aber naja, wir waren die Gewinner der Herzen. Ton ist super, schreibt wir der beide. Logica. Das ist doch super. Lisa, so, Ton ist super. Oder? Kommen wir angeblich nur. Sag mal, Lisa, was hast du für ein Internet eingestellt? Was habe ich für ein Internet eingestellt? Hast du WLAN und hast du das andere? Welches andere? Ja, das habe ich beides an. LTE. Ist das nicht gut? Nee, das andere macht das mal aus. Aber dann müsste WLAN bleiben. Wenn du weg bist, dann hole ich dich wieder rein. Mach dir keinen Kopf. Nee, du, so besser? Ja, ich find's mega. Henning Baum! Du so. Guck mal! Henning Baum. Danke, Damen. In meinen Interviews nimmt er sich rein. Wieso kann man da einfach reinkommen? Ja, aber das ist meine Sendezeit. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ich habe einfach nur mal angemacht und ich habe ja keine Ahnung von diesen ganzen Knöpfen. Ja, aber du hast zu viel Ahnung. Moment, ich promote doch jetzt irgendeinen Film. Ich muss doch jetzt mal... Ja, der König von Palma kommt ja am 24. April. Nein, aber vorher müssen die Leute doch noch anderes gucken. Das kann doch nicht wahr sein. Es interessiert doch jetzt. Was müssen wir denn alles gucken vorher? Am 21.02. im ZDF eine riskante Entscheidung. Dann können Sie gerne auch noch König von Palma gucken. Aber das ist noch ewig hin, Henning. Hättest du dir doch mal einen anderen Sonntag bei Elena buchen können? Ja, Elena, also ich kann mich gleich abschieden. Ich weiß nur gar nicht, was ich mache. Das mache ich. Henning, mach dir keinen Kopf. Wichtig ist, das ist ganz wichtig, dass du nicht schläfst. Weil meine Follower haben immer Angst, dass du so viel schläfst. Weißt du? Ja. Wo bist du denn, Henning? Gute Nacht doch bei Elena irgendwo. Der geht auch zu Stern TV, oder? Doch. Nein, der geht nicht zu Stern TV. War schön mit euch. Tschüss. Ciao. Ich mache das Handy aus. Das ist eben das Geile, Lisa. Aber wie macht man das? Kann man wirklich in sowas mit rein? Ich kann du sowieso kannst nicht. Das nee, nicht. Ich bin froh, dass ich das ich kann. Kann. Nein, weil du bist ja sozusagen eingeladen. Ja. Du bist eingeladen. Und ich kann, schau mal, damit du das mal siehst, damit du es mal erlebst, pass auf. Bäumchen, komm mal rein. Man muss das nur so sagen. Man muss wie so ein Fee das sagen. Pass auf. Also du setzt dich einfach imaginär vors Handy und wünschst dir was. Mach das mal. Henning, komm mal rein. Henning, komm mal rein. Ja, nee, das klappt nicht mehr. Das ging mal. Oh, Lisa, okay, ich hab das macht Sinn bei so einem. Pass mal auf.
Ne? Das erste ist, wann kommt der nächste am 4.8. zusammen? Dann mit nicht am 4.8.22. Das müsste dann 2024/2025 sein. Du musst dich aber bewerben mit einem Casting. Aber ich kann nicht. Welchen Dialekt kannst du? Sag mal was anderes. Aber muss ich mal mit dem Regisseur reden, musst du halt sehr, sehr nett zu mir sein. Ich müsste sehr, ich würde sehr nett sein. Ich meine, ich lebe ja in Bayern. Ach, du in München, ne? Man könnte so eine Exil. Mhm, okay. Ich lebe in München. Ach, kannst du mal einen Satz bayerisch sprechen? Du kannst es ja wirklich, das ist ja das Geile. Ist ja nicht synchronisiert, die ist es ja echt. Man denkt ja immer, du wärst synchronisiert. Die nächste Frage. Du bist synchronisiert. Nein, aber, das ist so furchtbar, das in so einem Nebensatz rauszuhauen. Nein, aber tatsächlich sind manche Menschen sehr verwundert, dass ich dann doch in Natura Hochdeutsch rede. Eben, ja, weil du stimmt. sprichst, ich kenne dich nämlich nur Hochdeutsch. Und ich war völlig irritiert, ich bin dass du das südlich von München groß geworden. Das heißt, es ist wirklich Grunde, deine Mutter. Also zu Hause, meine Eltern sprechen auch kein Bayerisch, aber meine ganze Sozialisierung ist Münchenland und das ist eher Bayerisch. Da redet man eher so. Das heißt, wenn ich dir die nächste Frage stelle, könntest du die in Bayerisch sprechen? Ja, ich kann es ja mal versuchen. Okay, pass auf. Wann hast du mit dem Kampfsport angefangen? Wir sind ja beide, das muss man dazu sagen, wir sind ja beide sehr sportlich. Ich lache wirklich nicht wegen dir, sondern weil wir sind beide sehr sportlich. Angefangen mit dem Kampfsport habe ich circa Anfang 2017, Ende 2016 für einen Film, Karneval von ARD, und dann habe ich weitergemacht und habe erst einmal Krav Maga gelernt und dann Kickboxen, und so ging das immer so weiter. Das heißt, du machst seit 5 Jahren das wirklich? Und machst du das mehrfach in der Woche? Also das machst du nicht nur für einen Film, sondern du hast richtig Gefallen dran gefunden. Also es ist mein Sport, der mich glücklich macht. Also es ist wirklich, es hat sich quasi zu einer Sucht entwickelt. Das liegt aber auch in meinem Trainer in Berlin, der einfach wahnsinnig gut ist. Und wir machen, also er würde immer sagen, ich erlerne die Kampfkunst. Das ist, also Kampfsport hat ja immer eher einen Wettkampfcharakter, aber ich lerne eher die Kunstform des Kampfes im besten Falle. Und ich scheitere jeden Tag daran. Ich habe ja mal. Und es ist ja wie ein Tanz. Ja, absolut. Also gerade wenn es um Choreografien geht, also was wir für Filme machen, also Stunt-Choreografien, das ist tatsächlich wie eine Tanzchoreo. Also das ist, man könnte auch Let's Dance für Stunt-Choreos machen. Das ist wirklich ein Miteinander lostanzen, ja. Das ist sehr schön. Oh Gott, mein Arm fällt ab. Oh, so, jetzt mache ich es in den anderen. Ich habe heute schon trainiert. Und da musste ich ganz viel schlagen. Also du trainierst jeden Tag, oder was? Nein, jeden Tag nicht, aber wir fangen in einer Woche mit Sarah Kor wieder an, eine Reihe, die ich fürs ZDF mache. Und jetzt bin ich schon so 3-4 Mal die Woche im Training. Oder auch 5 Mal oder manchmal auch nur, ja doch. Und jetzt hatte ich gestern und vorgestern Stuntproben, die sehr anstrengend waren. Und heute war ich beim Training, weil ich was noch nicht so gut hingekriegt habe und panisch meinen Trainer angerufen habe und gesagt habe, wir müssen uns im Chimosa in Berlin treffen und trainieren. Im Chimosa ist ein Kampfsportstudio in Berlin, da kann man Yoga machen und eben die Kampfkunst erlernen, hauptsächlich Muay Thai, also das ist Thai-Boxen, aber auch Kickboxen, und da lerne ich Kickboxen, Taekwondo, so eine Mischung. Warte, ich muss mal kurz was fragen, weil hier so, bitte mach doch mal einen Daumen hoch. Ihr sagt alle, der Ton und das Internet ist schlecht. Von mir kann das nicht sein, Lisa. Bist du am Router? Relativ weit weg vom Router. Soll ich noch näher ran? Kannst du das Handy mal vor die Brust halten und dahin gehen? Irgendwas stimmt mit dem Internet nicht. Die Leute sagen, das ist dann so schade, weil sie dann nicht so schlecht hören. Ich kann mal. Warte mal. Und es ist zeitversetzt, warum auch immer. Ich gehe mal weg vom... Jetzt ist es hier natürlich dunkel. Warte mal, ich kann... Oh Gott. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen einleuchten. Hört ihr mich noch? So. Ja, wir hören dich. Dann gehe ich halt auf mein Sofa.
So, hier. So, jetzt bin ich hier. Ist das besser? Alles gut, sagen alle. Schaut mal, ist das besser? Ja. Ich glaube, das ist besser. Okay. Weil jetzt ist es zeitversetzt, ne? Also man hört das nur zeitversetzt. Ich glaube, das ist da besser, ja? Weil da steht, die Frage kommt zeitgleich mit der Antwort. Okay, dann mache ich es mir hier gemütlich. Ist natürlich auch besser als auf dem Klo. Aber jetzt nein, das ist unsere, das ist die Scheibe in den, das ist die Terrassenscheibe. Okay. Achso, jetzt super. Ist der Ton viel besser. Dann bleibe ich hier. Siehst du? Das ist super. Ja. Dann bleib da sitzen. So, dann habe ich eine. Du hast wieder eine Frage. Lisa. Ja, und zwar habe ich die Frage, weil da bin ich drüber gestolpert, das ist gefragt worden. Lisa, erzählst du uns mal deine Autogeburt? Entschuldige, was für eine Ich habe tatsächlich meine zweite Tochter im Auto geboren, weil ich es nicht mehr, man denkt immer, wer ist so blöd und schafft es nicht rechtzeitig ins Krankenhaus? Da kann ich mich melden. Ich habe mein Kind im Auto geboren, weil ich noch bei der Frauenärztin war und sie sagte, alles super, fahren Sie mal nach Hause. Und ich dachte mir, na gut, ich will ja nicht mit ihr diskutieren. Ich habe das Gefühl, es geht los. Und dann bin ich nach Hause gefahren und irgendwann habe ich... Genau, du warst vorher bei der Frau. Es war, glaube ich, 14:30 hing ich noch am CTG und sie sagte, nee, da ist nichts. Und ich dachte mir, schlag mich tot, ich könnte schwören, es geht los. Und dann bin ich, also wer Berlin kennt, dann bin ich noch eine Dreiviertelstunde von Kreuzberg mit dem Auto zu uns nach Hause und habe an den Ampeln immer die, wie ich dachte, dann vor Wehen veratmet. Und dann kam ich hier zu Hause an und habe zu meinem Mann gesagt, ich lege mich jetzt 2 Tage hin, weil sonst kommt das Kind. Und eine halbe Stunde später war sie da. Und das Lustige ist, dass das eine Durchgangsstraße war mit Buslinie und alles und der Verkehr stand eine halbe Stunde. Nee, genau. Moment, du bist nach Hause? Und dann ich bin nach Hause, habe mich oben hingelegt, habe noch meine Mutter angerufen, habe gesagt, Mama, es wäre schön, wenn du morgen schon kommst, weil ich das Gefühl habe, es könnte demnächst losgehen. Das war 17 Uhr, um 18 Uhr war das Kind da. Um 10 nach 5 rufe ich meine Freundin an, die Gynäkologin ist und sagt, Katharin, was macht man? Ich habe das Gefühl, das Kind kommt bald. Gibt es irgendwie? Und dann sagt sie, ja, Thorsten soll in die Apotheke gehen und Krampflöser, Buscopan oder irgendwas besorgen. Dann ist mein Mann noch in die Apotheke, kam zurück. Da war es 17.20 Uhr. Um 17.30 Uhr dachte ich mir, schlag mich tot, aber das Kind kommt. Dann sind wir um 17.30 Uhr ins Auto und über eine Kopfsteinpflasterstraße. Und ich nur noch, und dann hörte ich nur noch, wie mein Mann sagt, du musst mich loslassen, ich kann so nicht fahren. Lisa, lass uns ins nächste Krankenhaus. Ich so, nein, in unser Krankenhaus, war 40 Kilometer entfernt. Und dann irgendwann habe ich nur noch gewimmert Rettungswagen. Der kam aber, da war es schon. Und dann hat mir eine Joggerin den Rücken massiert. Nein, eine Rentnerin hat mir den Rücken massiert und eine Joggerin hat mir einen Waschlappen offen. Wir haben Moment, angehalten. Ihr habt dann angehalten, weil er nicht mehr fahren. Genau, wir haben angehalten, rufen. Ich höre die Tür schlagen und mein Mann ruft, rufen Sie einen Rettungswagen, meine Frau bekommt ein Kind. Und da dachte ich mir noch so, was für ein schlechter Filmsatz. Und dann merkst du, die Tür geht auf und dann war da die Rentnerin, also ein Rentner hat seine Hecke geschnitten und seine Frau hat dann angefangen, mir den Rücken zu massieren. Mein Mann sagte immer nur, das machst du super. Rettungswagen kam nicht. Die dachten halt, Frau in Wehen, naja, das wird schon ein paar Stunden dauern. Und dann, dann kam irgendwann der Rettungswagen und der Rettungssanitäter meinte, Sie müssen hier raus aus dem Auto. Und da habe ich mir nur gedacht, ich gehe nirgends mehr hin. Und dann kam meine Tochter am Straßenrand. Und das Schöne ist, und deswegen... Ich habe jahrelang diese Geschichte nicht erzählt, weil sie natürlich recht intim ist und auch so ein bisschen unser familiäres Geheimnis war. Und auch, warum ich habe die Geschichte das erste Mal erzählt für das Zeitmagazin, glaube ich, als es darum ging, von besonderen Momenten im Leben zu erzählen, wo Bahnbrechendes passiert ist und wo man vielleicht auch besondere Hilfe von Menschen bekommen hat. Und für mich war diese Geburt dahingehend, abgesehen davon, dass ich mein Kind gesund in den Armen hielt, so toll, weil diese Rentnerin und diese Joggerin
Die haben da die Waschlampen her. Und das Lustige ist, dass wir nach wie vor befreundet, wäre zu viel gesagt, aber eng in Kontakt stehen. Und diese Frau war damals einmal joggen und gilt jetzt in unserer Biografie mal als die Joggerin. Also ein besseres Image kann man ja gar nicht haben. Stichwort Sport. Ne? Sie joggt wahrscheinlich aber gar nicht. Aber die joggt nie sonst. In meinem Bild wird sie immer die Joggerin und das andere die Rentnerin. Und jetzt treffen wir uns einmal jährlich am Geburtsort meiner Tochter und feiern zusammen mit dem Rettungssanitäter, mit der Joggerin und mit der Rentnerin, die mir den Rücken massiert hat, die Geburt meiner Tochter und den Geburtstag sozusagen. Und der Rettungssanitäter ist mittlerweile wirklich ein guter Freund, weil wir ein paar Wochen, nachdem Nella, also meine Tochter auf der Welt war, wir gesagt haben, wir müssen den Mann finden, der sie rausgeholt hat und uns bedanken. Und seitdem sind wir in Kontakt. Ja, und das war so lustig. Also ich das erste Mal so wirklich zu mir gekommen bin ich, als mein Mann da stand und er wusste auch nicht, was er tun soll und sagte irgendwie, es ist 18.02 Uhr, ich schneide jetzt die Nabelschnur durch. Und na, Vollsperren und am Straßenrand. Also es war, ja, aber es ist ein fröhliches Kind. Also sie, so ist sie auch ein bisschen so. Ja, toll, toll, ja, toll. Es musste so sein. Und es war toll. Es war urkomisch. Und ging halt schnell. Also wir haben es sozusagen schnell hinter uns gebracht. Naja, du warst ja, das Interessante ist ja, dass wir ganz oft auf unser Bauchgefühl nicht hören. Ja, weil du warst ja bei der, du hast ja gesagt, es kommt. Ja, ich weiß es noch mit meiner Hebamme. Ich habe die auch angerufen, am zweiten gesagt, das Kind kommt. Und dann kam sie. Ja. Und sagt, nee, das kommt nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, das kommt. Ja. Und dann kam sie anderthalb, und dann ging sie und sagte, da ist gar nichts, es kommt nicht. Und dann anderthalb Stunden später kam sie wieder und hat gesagt, ich habe sie wieder angerufen, gesagt, das Kind kommt. Und dann kam sie und dann hat sie gesagt, nee, das kommt nicht. Und dann hat sie mich untersucht und dann hat sie immer gesagt, dann warten wir jetzt halt mal auf deine angeblichen Wehen. Und dann kam die und die hat riesen Augen gehabt. Wir fahren sofort. Und anderthalb Stunden später war er da. Also es war bam, weißt du, so. Und es war so, und jede Frau ist halt auch anders mit den Wehen und man geht halt nicht nach Schema F, weißt du? Ja. Geht halt nicht. Aber wie schön, was für eine schöne, auch was ja, daraus ergeben hat. Es ist wunderschön. Auch. Also das, für mich ist die Geschichte, also meine große Angst ist nach wie vor, dass ich mal in einer Situation bin, der Hilflosigkeit oder Menschen, die mir sehr nahe stehen und Menschen gucken weg oder helfen nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht in dieser Situation, mein Mann hat toll reagiert, diese zwei Menschen haben super reagiert und die haben mir ihre Zeit geschenkt, mir beizustehen. Und das finde ich in den heutigen Zeiten gerade so was Tolles, dass man sich irgendwie auch auf Fremde, ich konnte mich auf die verlassen und wir haben dann seitdem so eine Verbindung zueinander und das finde ich toll. Ja, das finde ich groß, das ist total toll. Und es ist natürlich auch ein Erlebnis, was man nie vergessen wird. Weißt du, alles andere. Man würde es auch nicht mehr so machen. Aber gut, also mein Mann ist deswegen frustriert, weil ich sage, ich werde dieses Auto nie verkaufen können. Weil da ist mein Kind im Fußraum geboren. Also ich habe sie im Fußraum empfangen und er sagt immer, der Wagen muss weg. Und ich sage, der Wagen wird nie wegkommen. Aber könntest du den Wagen nicht ja, so schön, ja, das haben mir schon ganz so viele Deko vorgeschlagen. Aber will machen? Ich ein entkerntes Auto im Garten stehen haben, wo dann so ganz schäl so Blumen rauswachsen? Oder? Oh. Ja! Das finde ich mal eine Woche romantisch. Kannst du auch... Naja, aber könntest du das nicht so wie so ein Kinderhaus, wo man drin spielt? Das kannst du dir ja überlegen für deinen Garten. Ach so. Das ist ich äußerst ärgerlich. Es tut mir leid. Aber du hast ja dein Kind auch nicht im Auto entbunden. Ja, aber du kannst das Auto ja auch nicht ewig fahren. Du kannst das Auto ja auch, kaputt. Wenn das kaputt ist. Es ist halt sehr, sehr alt. Ach so, es war auch ja ordentlich eingesaut, wenn man ehrlich ist. Ja, weil die Geburt... Mein Mann ist... Ach jetzt, man vergisst ja, dass man live ist. Und jetzt vergisst auch... Mein Mann ist am nächsten Tag
hat er gegoogelt, da war das Kind einen Tag auf der Welt, hat gegoogelt, Innenraumreinigung. Und ist zu einem Autohändler, so einem schäbigen Autohändler am Stadtrand. Und der sagte nur, was? Was ist da passiert? Ich habe ja schon alles erlebt, erschossene Zuhälter, aber eine Geburt. Und dann musste der Sitz ausgebaut werden und alles. Also es war schon, da war schon eine Menge los, sage ich dir. Abenteuerlich. Aber man könnte natürlich, du, wir müssen ein Foto machen, Lisa. Was steht denn im Pass als Geburtsort? Nee, da war das Krankenhaus Straße, ein bisschen uncool, weil die Geburt beendet wurde ja dann, also die Geburt ist ja erst durch die Nachgeburt beendet. Oh, das ist alles sehr detailreich, was ich hier erzähle. Ja, nee, aber... Gut, nicht drüber nachdenken. Auf jeden Fall... Nicht drüber, nein, das ist einfach mal etwas, was wir... Auf jeden Fall ist so... Wir machen das. Warte, jetzt muss ich dir das noch. Das Krankenhaus hat so getan, als hätte ich da entbunden. Ich glaube, das ist abrechnungstechnisch für die gut, denn nein, dann können die ganze Geburt. Weißt du, was das gekostet hat, was die dafür genommen haben? Das kann ich dir aber sagen. Und das Lustige. Ja, entschuldige, wir wollen ein Foto machen. Aber wie machen wir ein Foto? Soll ich jetzt so ein Screen? Ja, pass auf, ich mach so. Okay. Also, du kommst jetzt hoch. Das warte. Ist jetzt schwierig, weil du das Handy. So, warte. So. Warte. Ja, die Nasenspitze brauche ich noch. Die Nasenspitze, nee, Lisa. Warte. Also mit Perspektive dann du noch ja mal so meins. Warte mal. Wie gut, dass ich nicht beim Film bin. Wir sind, guck mal, wie komisch wir aussehen. Wunderschön. Wir sind in so einem... Wenn du das erzählst, will ich eigentlich auch eine Autogeburt. Wie viele hast du? Ja, nee, ich will du ja hast keine ja schon mehr. 1000. Ich will ja keine mehr. Wie viele hast du? Du hast doch 1000. Wie viele Kinder was? Hast du? Naja. Vier ja. habe ich. Vier. Das reicht. Der arme vier. Fritz, das Lisa, reicht. Ich muss dir was völlig Absurdes... das reicht. Ich muss dir was völlig Absurdes... und eine Autogeburt, ja, die nee, hat er da nicht hat er, nee. Das sage ich dir. Bloß nicht. Da, nee. Da hätte er, nee, wirklich. Da hätte er gesagt, das schaffe ich nicht. Das. Nein, es ist ja auch ärgerlich, weil dann im Nachhinein denkt man sich, dann hätte ich auch zu Hause bleiben können. Also die drei... Ja, aber zu Hause wäre es ja nur der Halbspaß gewesen. Und dann wäre es versaut. Ne? Matratze, da wäre es nur der Halbspaß gewesen. Billig. Weißt du? Nein. Du weißt, wer die ganze Zeit anfragt? Da muss ich mal kurz, ich muss mal ganz kurz, damit du ihn kennenlernst, Ferdinand. Das ist sozusagen die treue Seele des stillen Örtchens. Darf ich in dir es tut mir leid, dass ich Ferdinand. Hier reinbreche, aber Elena, du musst los. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Wohin denn? Du musst ins Studio. Es ist 21.43 Uhr. Ja, aber Ferdinand, ich habe ja, überhaupt noch nicht meine Fragen gemacht. Wie soll sich das ausgehen? Du musst jetzt los. Es tut mir wirklich leid, ich möchte euch hier nicht stören. Ja, aber das gelingt dir nicht, weil im Grunde störst du. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ja, weißt du, weil wir wollen nicht weg. Das muss dann du klären. Ich wollte dir hier nur mit sagen, du musst jetzt los. Du hast recht. Du hast recht. Elisa, wir müssen... Tschüss. Ferdinand. Viel Spaß noch. Die Männer. Ciao, mein Herz. Danke dir. Guck mal, es klopft schon. Moment. Ja, Moment. Hallo? Warte nee, mal. Klar. Ich Lisa, übernehme. Ich bin gleich... Es ist ein bisschen absurd gerade. Ja. Übernehmer. Diese Sendung wird unterstützt von Hakle. Lisa, pass auf, hör zu. Du ja, musst okay. noch mal kommen. Das kann ich ja nicht, weil ich bleibe ja im Grunde die da. Die wollen mich verkabeln. Wo ich, also ich muss ja nicht kommen, ich muss ja einfach nur das Handy anmachen. Genau, nein, aber ich würde dich hiermit bitte noch mal einladen, weil die stehen jetzt vor der Tür und wollen mich verkabeln. Und das Schöne ist aber, dass die Geschichte... Das ist jetzt genau so. Nein, wir sind wirklich wir sind nicht einfach fertig. Nicht fertig geworden. Man muss kürzere weißt du, Geschichten erzählen. Es tut wir mir sind leid. Überhaupt null. Wir wissen gar nichts. Guck hier, es muss eine zweite Sendung geben. Lisa, du bist toll. Ihr Lieben, Lisa, versprichst du an ja, dieser Stelle, dass es eine natürlich. Zweite Sendung gibt? Ich habe noch gibt. So viele Missgeschicke aus meinem Leben zu erzählen. Das erste Date ich, mit meinem Mann war ein absoluter Reinfall. Die absolut, ja. Und das wollen wir auch. Unbedingt. Natürlich. Und das ist ja das Schöne, das wir sind ja so intim. Das ist ja auch keiner.
Weißt du? Man kann auch popeln. Das ist das Tolle, ja? Okay. In diesem Sinne, viel Spaß bei Sternenfrau. Tschüss, liebe. Tschüss alle. Ich danke tschüss, dir. Tschüss. So toll. Tschüss, liebe. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ihr Lieben, es tut mir leid. Ich muss gehen. Es tut mir total leid. Das ist jetzt so ein kleiner, ja, genau. Ich möchte mich total bedanken bei der Lisa, dass du das uns erzählt hast, dass du das mir erzählt hast. Finde ich ganz, ganz großartig und ist sehr toll und es macht total Mut, finde ich. Und ich danke Hartlich, danke und Gretlich, danke Dermalogica, ich danke euch allen, ich danke dir, Ferdinand, Henning Baum, euch, ich gehe zu Stern TV, wir sehen uns. Ciao, ihr Lieben. Nächsten Sonntag wieder ganz